Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir, wieder mal mit dem Reno-Tutorial. Und in diesem Video gibt es etwas relativ Interessantes. Und zwar werden wir dafür sorgen, dass dieses Skript mit dieser einen Zeile so funktioniert. Und das heißt, wir müssen diesem Fall Output is not defined irgendwie entgegenwirken. Und das machen wir nicht von JavaScript aus, sondern hier in Java. Denn wir können in Java in diesen Scope hier verschiedenste Objekte reinlegen, die wir dann in Java benutzen können. Also beispielsweise, wenn wir hier Output haben wollen und wir wollen da den Inhalt von System.out drin haben, machen wir Folgendes. Wir machen scriptable object Punkt put property, dann nehme ich hier dieses mit scriptable string und object. Da muss ich jetzt erstmal wieder das Scope übergeben, dann name soll output sein, weil ich will das ja über output später erreichen und value system.out. So, und wenn ich das mache, funktioniert es tatsächlich. Ich habe hier tatsächlich die Ausgabe. Okay, gut, das war's dann auch wieder mit diesem Video. Es war zugegeben relativ kurz, aber es war ja auch nur ein Befehl, den ich zeigen wollte. Aber gut, ich hoffe, das Video hat man gut verstehen können, sonst einfach nachfragen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es etwas kürzer war. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.